Sie heilt aber auch nicht, das ist ärgerlich. Hm. Kein Problem. Mokon ga kuru. Yuno wa doko da? Kawa no mukou no Ikka o sagashi ni itta kiri kaette kimasen. Nani? Modoru made hi o ireru na. Nani? Finde Yuna. Okay. Yuna. Hallo Yuna. Warum ist das Wasser hier auch rot? Okay. Ja, bei diesem Spiel ist es wichtig, dass man mit den Spielelementen interagiert. Das ist wichtig. Wenn man das nicht macht, spielt man eher weniger. Ist mir aufgefallen. So, ja gut. Diese roten sind jetzt die Leichen. Okay. Ja, Linzens, das Spiel ist mega. Also mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich würde es wahnsinnig gerne durchspielen, aber wir werden viele Streams dafür brauchen, glaube ich. Wie bei Death Stranding ein bisschen. Wir werden viele Streams dafür brauchen. Ich würde es auch gerne ein bisschen forcieren. Hätte ich Bock drauf. So. Vielleicht mache ich doch Folgen auf YouTube. Ich weiß noch nicht genau. Also 1-Stunden-Folgen. Aber ich pack's trotzdem auf den GronkTV-Channel. Ah. So, haben wir hier noch Vorräte? Aua. Ah, heiß. Heiß. Aua. Keine Vorräte. Das ist echt ein lowes Haus. Okay. Sie ist am Fluss, aber zum Glück ist keine Bedrohung mehr. Oh, Patschi ist auch da. Hallo, Patschi. Liebe Grüße, Patschi. Oh, guck mal, das sind wieder Feinde. Sie sagt hier rüber, aber ich kann nicht an mich halten. Na gut, ich frag mal. Was gibt's denn? Was denn? Was ist denn? Ich soll zu ihr rüber, aber es passt... Ah, jetzt! Ich muss mit ihrem Hintern sprechen, okay. Wusste ich nicht. Kajima wa hi o ireraleru zo. Dareka wo sagashite oru no ka? Shikujitta yo. Kawa no mukou nishi de tsukamatchimatta. Ano hito tachi wa Taka wo deshi ni shite kureta onjin nanda. Naraba sute okenu na. Iku zo. Ja, Moment. Nein, nein, mach das nicht so. Wo ist Samurai? Sag Wahrheit, sonst werden Freunde leiden. Hä, wie kann er mich nicht sehen? Wie kann er mich nicht gesehen haben? Ich weiß nicht, wie das... Ich weiß wirklich nicht, wie der uns nicht gesehen hat. Gut, die Mongolen hatten damals noch kein Konzept von Brillen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist sehr legit. Okay, warte, bis er geht. Ich versuche wieder unaufmerksam zu bleiben. Unaufmerksam zu bleiben. Okay. Kann ich mich erstmal von der anderen Seite reinschnüffeln, nicht von der Seite. Ich guck mal kurz. Ich könnte mal wieder speichern zwischendurch, ne? Sag mal, wie lang ist diese Felswand hier? Ich wollte ganz kurz rum. Oh. Okay, warte kurz. Ich weiß deine Familie und das ist sehr wichtig, aber gibt's hier Loot? Ah, Kunai. Da kommt Ihmchen wieder. Von der Seite war auch nicht viel besser, ne? Wir hätten da hinten rumgehen sollen. Na egal. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, das geht.
Oh, hey! Oh, da ist ja noch einer. Wo kommen die alle her? Okay, warte mal ganz kurz. Schwert. Nein, für den brauche ich das Schild. Das geht wirklich. Schwert abwischen geht wirklich. Was für ein geiles Detail. Ich kann mit dem Gamepad das Schwert abwischen, indem ich kurz über das Touchpad wische. Das ist ja nice. So, denen geht's aber gut, ne? Wir haben alles geschafft. Ja, warte, habt ihr Loot? Ich bin sofort da. Was für ein geiles Detail ist das mit dem Schwert abwischen, bitte? Heilige Scheiße. Hier waren wir schon drin. Okay, die waren vorher noch nicht da. Okay, warte. So. Okay. Natürlich. どうも、ありがとうございます。まだ気を抜くでない。梶はまだ行けるか。ええ。なんとか。みんなついてまいれ。あ、そう。あの方は何者なの？話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。 Oh, guck mal, da vorne. Neuer Besuch. Laufen die einfach weg? Soll mir recht sein. Ich sollte die Geisterklinge öfter einsetzen, ne? Oder Blitzklinge? Hieß die Blitzklinge? Ich glaube Blitzklinge, ne? So. Au. Gab's hier noch? Hat hier was geblinkt? Nee, ne? Nein. So, wir retten alle in die Schmiede. Himmelsschlag. Ja. Okay. Gut, der Himmelsschlag. Natürlich. Das wusste ich sofort. Ich wollte euch prüfen. Ich wollte mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Für den Bogen habe ich, glaube ich, aktuell keine Pfeile. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Jetzt habe ich Pfeile. 2 Sprengpfeile. So, Family Reunion. Was? Was ma... Okay. Ich bin gleich wieder da. Ganz kurze Frage. Langbogen. Ach so, Sprengpfeile. Wir hätten aber noch... Den hätten wir noch. Normale Pfeile haben wir noch. Hatte gerade die ganze Zeit Langbogen ausgerüstet. Okay, wo sind die hingerannt? Nö, das habe ich gerade zum ersten Mal gesagt, dass ich die Klinge einsetzen will, weil die haben wir noch nicht so lange. Die haben wir vorhin erst bekommen. Ich hatte noch nicht so viel Gelegenheit. Ich habe das Gefühl, wenn wir die jetzt wegräumen, die ja gerade neu hier dazugekommen sind, wird der nächste Part ein bisschen einfacher, wenn die hier überhaupt noch sind. Ich sehe hier niemanden. Gute Nacht, Dani, schlafen gehen. Sag mal, seht ihr hier jemanden? Nee, ne? Da liegt noch was. Ja, Pfeile. Ach so, ja, danke. Ich muss das Schwert wieder wechseln, ne? Ich habe immer noch dieses Puschelschwert. Ich bemerke das gar nicht mehr. Die sind abgehauen? Die sind gar nicht hier? Nicht da? Weird, okay. So, hallo Vorräte. Wir haben, glaube ich... Ich weiß gar nicht, wie viele Vorräte wir haben. Also 2, 3 Vorräte müssten jetzt inzwischen dabei sein. Wir können, glaube ich, wieder ein bisschen aufleveln. So. Da unten sind noch Haftbomben drin. Die wollte ich auch mal irgendwann ausprobieren. Bei Gelegenheit, wo wir nicht so sneaky vorgehen wollen. Ah. Pfeile voll. Okay, let's go. Weiter geht's. 火事場に火を入れろ。 猛虎が寄ってきます。
ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。Die Schmiede schmiedet wieder. Mongolen, Mongolen wieder. Nein, ich wollte ausweichen. Nee. Erstmal kommt der Kollege wieder. Okay, Oh Gott, ich hasse den. Alter, ich kann halt nicht ausweichen. Alter, willst du mich verarschen? Okay, warte, ich habe vielleicht eine Idee. Kann ich eventuell... Hat theoretisch gut geklappt. Jetzt habe ich Bölle aktiviert. Jetzt läuft er außen rum. Gut. Warte. Mist, da waren die gar nicht. Okay. Ach, der ist eh fast tot, ne? Nice. Oh, Alter, was ist denn jetzt los? Alter, was ist denn jetzt los? Alter, hör auf jetzt! Hack, hack! Oh, Alter, warte! Das ist nicht so geil hier gerade. Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh, der lebt noch. Wow, was ist hier denn los? Diese Mongolen! Okay, lebt immer noch jemand? Ach da. Dosho. Oh, ich sehe schon, da hinten kommen wieder neue. Alter, wie viel kommt denn da noch? Oh, fuck! Lass das! Alter, verpiss dich, Köter! Oh,
Alter! Oh, sowieso einer wieder. Okay. Obwohl. Boah, Alter! Jetzt aber. Boah, Entschuldigung, kann gerade nicht so viel reden. Bin gerade voll konzentriert. Boah, die Hunde sind super nervig, ne? Ein Hund, okay. Ach, du bist das, Entschuldigung. Ich bring gerade alle um. So. Welle um Welle um Welle. Trotzdem durch. Gut. Osamurai-sama no tatakaikata janai. Nani o mousu? Osamurai dokoro janai yo. Kono okata wa Mōko o uchi horobosu tame. Meifu kara yomigaitta densetsu no musha, Kuroda-sama sa. ならぬ火事場の火を焚き再び小松が誇る武具を鍛えよ。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。 Hammer und Schmiedefeuer. Ich glaube, diese Questreihe haben wir auch durch. Oh, hallo, Technikpunkt. Wir haben noch zwei übrig, cool. Sehr schön, sehr schön. Burg Kaneda. Huch? Samurai wa homare omonjiru to shou de yonda. Tobi! Sore ga onore ra to warera no chigai yo. Naraba, naze waga hei wa haigo kara kirarete iru? Sakai wa keshite sayou na te o tsukawan. Ikusa de wa bake no ka ga hagareru. Naraba onore wa inu da na. フビライの下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。 ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首が繋がっていればな。あれ、 Tobi ist so böse, ne? たかが仕事を終えるまでおじ上をお助けにはいけぬな。 Ein neues Geschenk ist verfügbar. Schön. So. Alter, Bobby, was ist denn mit dir los? Es deeskaliert dich mal ein bisschen. Ah, neuer Sattel verfügbar. Sehr schön. Ah. Okay, und wir können jetzt hier... Oh, hoho. Wir können jetzt hier ein bisschen... Naja, Level-Ups gibt es ja nicht wirklich. Warte mal, Pfeile. Hier lagen noch Pfeile, oder? Gerade... Hier lagen vorhin noch Pfeile, ich schwör's. Ich hab die gesehen.
Und ich frage... Erstmal Tobi die abonnieren. Ich frage mich auch gerade. Hätten wir jetzt nie unehrenhaft gekämpft, also nie gesneakt oder sonst irgendwas, wäre das jetzt anders verlaufen? Kriegen wir ein böses Ende, weil wir der Geist von Tsushima werden? Kriegen wir dann das schlechte Ende? In dem Fall ist mir egal. Ich werde trotzdem weiter ghosten. Natürlich. Kletterwerkzeug? Was? Hallo. Ich weiß nicht, ob es mehrere Enden gibt, aber das hört sich fast so gut, hört sich fast so an, ne? Es gibt ja zwei Wege zum Spielen, also wer hat die Frage? Du hast 1003 Vorräte! Nice, let's go! お待たせしました. Taskatta. So. Schwert wird immer besser. Ich muss ganz kurz, Entschuldigung. Bin menschlich enttäuscht von Tobi. Ja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Also, der war mal nett früher. Der Tobi war früher mal nett, aber jetzt einfach nur noch... Diese Härte, mit der er vorgeht und so, das ist, so. Das war unsers, ne, was wir haben wollten. Tränen des Kaisers, genau. Da haben wir's. So, viel besser als das Pornoschwert. Gut. Seit Tobi mit seinen Mongolen-Freunden abhängt, hat er sich verändert. Alle sagen das. Schön. Ach, guck mal, die bauen hier auch wieder auf alles. Das ist ja cool. Die 5 Leute, die noch übrig sind. Was ist da hinten? Oh, das wird eine richtige Stadt. Oh, wie cool. Ist das der Fallensteller hier? Ah, nee, Rüstungsschmieden. Aber ich glaube, wir haben gerade zu viel ausgegeben fürs Schwert, ne? Ja, wir brauchen wieder neue Vorräte für die Rüstung. 30% Entschlossenheit ist schon nice. Noch mehr Entschlossenheit heißt noch mehr heilen. Okay. Das Schwert nochmal verbessern geht leider nicht. Gefallene Außenposten. Ja, befreit. Sashimono-Banner. Kehre zum Mönch zurück. Was? Warte mal. Habe ich jemanden übersehen hier? Warte mal. Ah, wir können einen Banner zurückbringen. Irgendwie. Da. Haben wir noch nie gemacht. Mal gucken. Mein Freund. Mein Freund. コモダの浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。旗をお持ちください。うん。ちょうど今足立家について記された巻物を読んでいたところです。 初代は対馬の始祖と呼ばれてたそうですが、その言われはご存知ですか？島中にある篝火台と有明の小金寺を建てたからだな。叔父上の城の守りを強くする際は足立殿も手を貸してくださったらしい。建物の弱みを見つける際もあり、槍川の反乱の折も尽力された。さようなことが教えてくださり恩に来ます。感謝の印としてこちらをお納めください。 So. Wolkenloser Rausch. Dieser Sattel soll das Gefühl vermitteln, über einem klaren Himmel zu gleiten. Okay, warte mal. Bei den Satteln, ich schau mal ganz kurz. Ausrüstung. Kleidung. Waffen, Munition. Sattel. Ja. Der passt eigentlich ganz gut zu einem Outfit gerade, ne? Flinker Sommer und so. Okay. Sehen wir ja bald. So. Wen haben wir da hinten noch? Hä, schon wieder Banner zurückbringen. Was, wie viele Banner haben wir denn? Muss ich jedes einzelne zurückbringen? Okay, warte. Ja, ich komme ja schon. Haben wir denn noch Banner?
Ich dachte, wir haben alle abgegeben. So, warte. Hallo, ich grüße Sie. So, gut, das haben wir. Gefallene Außenposten wäre noch ganz nice. Auf der Seite haben wir noch nicht so viel gemacht, ne? Wir müssten uns theoretisch noch hochkämpfen, weil wir wollen ja hier noch was zu Ende bringen. Der Frieden einer Mutter. Oh, 2 Skillpunkte. Ja! So, Pfeile ablenken. Ach ja, sollten wir auch mal irgendwann üben. Erhalte durch Parieren oder perfekte Parare... Parare... Pariere einen unblockbaren Speerangriff. Zeig mal. Ach, das sind die blauen. Okay, ja, wäre gleich trotzdem ganz gut. Die Gegenangriffe der perfekten Parade haben eine Chance von 20% zu verängstigen. Okay, nice. Finde ich gut. Perfekte Parade. Okay. Ausweichen, Rolle. Mache ich ehrlich gesagt gar nicht. Ein ausweichender Schlag, der gegen langsame Gegner von Nutzen ist. Theoretisch wäre das eigentlich auch ganz gut. Ich mache das jetzt theoretisch auch schon, aber hier etwas als Kombination. Sprint auf einen Gegner zu. Renne in Gegner hinein, während du sprintest, um sie nach hinten zu stoßen. Oh, einfach gegenrennen? Oh, nice. Auch schön. Ein verzögerter, schneller Angriff, der zusätzlich Nahkampfschaden und Taumelschaden. Halte, um über Position. Warte. Nochmal ganz kurz gucken im Video. Okay. Führe deinem Pferd aus einen Sprungangriff aus, um nicht auf deinem Gegner zu stürzen und Taumelschaden. Oh, das ist auch nice. Oh, das ist auch super nice. Weiche im letztmöglichen Moment aus, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Das wäre meins eigentlich. Das wäre eigentlich genau meins. Da würde ich gerne hin. Cesareal, ja, das ist gerade nur das südlichste Drittel. Wir spielen gerade auf der kleinen Karte. Glaube ich. So, ich mach mal Rolle. Mal gucken, wie weit uns das bringt. Und Angriff. Dafür gebe ich gerade die Punkte aus. Das ist die Rolle. Okay. Gut, das haben wir. Das, ja, ich glaube, das wird ewig gehen. Also ganz kurz. Das ist das, was wir seit gestern alles erspielt haben hier. Das ist noch nicht mal das untere Drittel. Also hier, la 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 la. Und das ist die Karte hier unten. 8 von 24 sind erst befreit. Wir sind noch, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Hier oben sind es zum Glück nur 17, Toyotama. Ich glaube, da können wir noch gar nicht gucken, ne? Wir müssen erstmal Tobi besiegen in Burg Kaneda. Dann geht's nach Toyotama hier irgendwo. Und dann hier nach oben nach Kamiyagata und dann weiß ich nicht, was da kommt. Also, ja, das, ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wenn wir das wirklich machen wollen. Alles. Und zwar auch jedes Fragezeichen. Und ich bin ganz ehrlich, ich meine, warum nicht, ne? Oh, Schwertschmied, Händler, haben wir ein Geschenk hier? Nee, ne? Geschenke sind immer da, oder? Dienste verfügbar, goldener Tempel, alles schick. Verbesserung bei Fallensteller 8, okay. Nice. Wir gehen da gleich hin. Ich würde aber vielleicht vorne mal das Fragezeichen hier machen. Eventuell könnten wir auch mal nach unten gucken. Blut im Gras, da wird es auch noch weitergehen. Schmiede von Komatsu. Ich meine, wir sind hier in der Nähe. Ich gehe mal ganz kurz. Weißt du was? Wir sind hier in der Nähe. Wir gehen danach ins Dorf. Danach gehen wir ins Dorf. Wir befreien noch einen Außenposten. Ich mache auch nicht mehr ganz so lange heute, ne? Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Wir haben ja gestern schon gestreamt. Und ich werde wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich das am Montag schaffe. Ich weiß noch nicht genau. Ich muss noch eine andere Sache aufnehmen. So, komme ich hier irgendwie durch? Ich muss noch nach oben. Alles klar. So. Borderlands 3, das DLC haben wir schon durchgespielt, keine Sorge. Haben wir schon durchgespielt. Ging etwas schneller als gedacht. Weil, naja, wir waren ganz gut. Ich am Ende endlich auch mal. So, warte. Nacht ein, ich schlafe gehen, schlaft schön. Oh, hier geht's noch hoch, das will ich sehen.
Also ich würde gerne Tsushima. Ich würde Tsushima gerne vor Valhalla durchhaben, damit wir uns dann auf Valhalla konzentrieren können. Das wäre cool. Ne, diesmal nicht Pfeilfang. Diesmal haben wir wirklich alle mit reingeballert. Hat gut funktioniert. Ich musste bei mir endlich mal mit den Waffen ein bisschen klarkommen. Tobi hat eh schon exorbitant Damage gemacht. Inzwischen. Und am Ende wie alle drei und dann, ja. Ist das hier schon? Ja, ne? Ich glaube, wir sind schon da. Was? Wollt ihr mich verarschen? Kämpfen die gegen Bären? Was machen die da? Hä? Gegen wen kämpfen die da? Nein. Okay, warte. Hä? Was ist das denn? Hä? Gegen wen kämpfen die da? Naja, soll mir egal sein. Simon, was hat denn der für eine... Ist das eine Plot-Armor? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Du Hustensohn! Hä? Oh, das ist der Boss. Hier trifft er uns nicht. Hier kann er uns nicht treffen. Aber der weiß genau, dass wir da... Ah nee, der zieht immer noch dahin. Ja, alles klar. Alles klar. Lauf in den Felsen. Sag mal, wieso komme ich da nicht hoch? Lag nicht am Helm. Ich glaube, das lag daran, dass wir noch nicht da waren. Die Superrüstung von gestern ist diese hier, nur umgefärbt. Und sogar noch verbessert. Die Superrüstung von gestern ist sogar noch besser geworden. Gegen wen kämpfen die denn da? Ah! Na, die haben ja Spaß da drin. Hör auf, mich zu beobachten. So, komme ich da irgendwie rein? Von der Seite? Nee, ne? Die haben sich komplett abgesichert. Ich kann doch nicht rein sneaken irgendwie. Schade. Bett bauen wegen Creeper. Okay, let's go. War nur das Pferd. Oh, ich rolle ja jetzt. Das ist ja ungewöhnlich. Auf einmal. Hilfe, ich komm nicht weg. Okay, Hammer richtig, Hammer richtig. Okay. Okay, das ging nicht. Ich wollte gerade den neuen Move probieren, das ging aber nicht so richtig. Alter. Oh.
Na gut. Das mit dem Move funktioniert irgendwie gar nicht, mit dem Ausweichen und dann Zuschlagen. Oder vielleicht nicht bei ihm, ich weiß es nicht. Ausweichen, Zuschlagen wollte bei ihm gerade nicht. Würde theoretisch klappen. Ach, nur mal langsam geht. Aber der war doch nicht schnell, oder? Oh, Mist, ich wollte gerade wieder abwischen. Ach, macht Spaß. Es macht Spaß. Hallo, hallo. Entschuldigung, wenn ich gerade zwischendurch nicht so viel rede bei den Kämpfen, ne? Ich versuche mich da mal auf die Gegner zu konzentrieren. Ich sollte eigentlich mehr reden. Ich sollte eigentlich so nonchalante Witze machen zwischendurch. So. Und ich probiere so ein bisschen, die Taktiken zwischendurch. Na, ich versuche so ein bisschen aus. Das geht schon. Ah ja, Cyberpunk kommt auch noch raus. Ja, das wird spannend alles. Ich weiß noch nicht genau. Aber Cyberpunk mache ich als Let's Play, nicht als Stream. Da bin ich ein bisschen entspannter, glaube ich. Machst du nur Story oder auch Nebenmissionen? Ich versuche alles zu machen. Also alles wie immer. So. Ich habe nicht drauf geachtet. Müssen wir wieder das in die Luft sprengen hier eigentlich? Weil das hier nur so eine Befestigung ist. Müssen wir wieder irgendwas in die Luft sprengen? So. Valhalla und Watch Dogs, kann man beide gar nicht vergleichen. Aber ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf Assassin's Creed, wenn ich ehrlich bin. Bei Watch Dogs bin ich noch gespannt, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht so recht natürlich, wie das wird und so weiter, kann ich noch nicht sagen. Aber Assassin's Creed ist halt das, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden, würde ich erstmal Assassin's Creed nehmen. Machst du nur Story oder Nebenmission? Gronkh, ja. Ja, so ist es in etwa auch. So, Elfin, Dankeschön. Vielen Dank. Huch. Böller. Ja, Böller. Wieso hängen die da immer so? Da waren wir schon drin, ne? Ich kann nichts in Luft jagen, ich kann nichts machen. Neokan fragt, wo Gesicht? Über deinem Hals vorne. Das ist dein Gesicht. So, Munition voll. Ich hoffe, das war hilfreich. Meistens befindet es sich da. Bei manchen Leuten auch in der Hose hinten. Kommt immer auf die Leute drauf an. So, Vogel, was denn los? Das ist aber nicht richtig, was du hier machst, ne? Ist dir klar, Vogel? Okay. Vogel. Vogel. Willst du mich verarschen, Vogel? Was ist mit dir? Ach, da ging's auch rein. Okay. Wo ist denn der Vogel? Was ist denn mit diesem Vogel? Da hinten geht's lang. Ich glaube, da hinten will er uns hinführen, oder? Dachluke, da geht's auch rein. Ich guck mal. Okay, ich dachte, wir landen auf dem Dachbalken. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Für Adendade. Paar kleine Adendade. Ja, ehrlich gesagt, das hier hat sich nicht so sehr gelohnt. Aber naja, wir haben es halt trotzdem mitgenommen. Ja, Vogel, was ist denn los? Ich glaube, wir müssen hier erstmal rüber, ne? Hä? Warte mal, das Eisen. Warte, Vogel, das Eisen. Vogel! Vogel, warte. Danke, Vogel. Ich hasse diese Vögel. Ich hasse die mit einer Leidenschaft. Wo ist er jetzt hin? Der führt mich wieder rein, oder?
Okay, war eine ganz andere Richtung. War da noch eine Kiste? Ja, wir gucken gleich. Ich mache erstmal Vögelchen hier. Sag mal. Hier ist noch ein Tempel, glaube ich, irgendwo. Wo führt er mich denn hin? Wow. Wow. Okay. Ja, okay. Okay. Toll. Muss den ESO gerade Dwemer-Schätze klauen. Kami, siehst du? Ich habe immer alle Dwemer-Sachen dabei. Mir kann sowas nicht passieren. Ich habe die immer alle auf Tash. Wenn du Dwemer-Krempel brauchst, wenn du irgendwas brauchst, ich bin dein Ticker in Skyrim. Ich habe alles auf Lager. Ey, ey, du, pst. Brauchst du einen neuen Dwemer-Stuff? Ey, pst. Kann dir alles besorgen. So. Was? Dir fehlt ein Gegenstand, um diesen Schreinaufstieg abschließen zu können. Was? Schrein am Schlangenberg. Ich guck trotzdem mal. Nur mal gucken. Ich schließe das nicht ab. Wollt nur mal schauen. Da oben. Okay. Interessant. Ja, in Skyrim gibt es auch eine Diebesquestline. Die mache ich aber noch. So weit bin ich noch nicht. Wir sind noch am Anfang bei Skyrim. Okay, der Schrein führt hier hin. Da sollst du eine Kiste gegeben haben, da drin, sagst du? Na, da schaue ich aber mal. So. Piut. Piut. Hallo. Hallo, hallo. So. Hast du nicht ein Pferd? Ja, mit dem Pferd kann ich auch schlecht da oben auf dem Berg rumrennen. Schwierig. Und mit dem Schwert klettere ich aktuell auch keine Leitern hoch. Wenn du das mit dem Pferd kannst, beeindruckend. Ich bin zu doof dafür. So, einmal Stahl. Ja, super. Also bei Skyrim mache ich gerade erstmal die Magier-Quest. Da habe ich gerade Spaß dran. Die andere mache ich bestimmt auch noch. Und die geht offenbar auch sehr lang, die Questline. Die anderen wahrscheinlich auch nicht weniger. So, das hätten wir. Padump. Belohnungen, einmal Ligusterholz, heißt das nicht Lingusterholz? Und Talisman des Fernkampfs. Oh, das will ich haben. Aber wir können es halt noch nicht machen. Wir können noch nicht hin. Unentdeckter Ort, lauter unentdeckte Orte. Alma Naxi hat gerade bemerkt, es ist nachts. Ja. Das, hast du sehr gut erkannt. Ich könnte stolzer nicht sein. So. Wirst du Valhalla nicht als Let's Play bringen? Also wahrscheinlich dann eher wie das hier, immer mit Stundenfolgen. Immer so eine Stunde, so wie Spider-Man damals. Wobei ich nicht genau weiß, wie viele Folgen das dann trotzdem am Ende werden. Ich hab keine Ahnung. So, let's go. Wie groß ist die Map? Sehr, 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 sehr groß. Also wirklich sehr groß. Warte mal, was war das? Ach so, Schrein. Lesen, ich kann auch. Lesen kann ich auch, warte, warte. Lesen, 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 lesen. Lesen, lesen, lesen. Diese Tori-Tore führen zum Schlangenbergschrein, Heiligtum von Izanagi, dem Kami der Schöpfung. So. Nein, Assassin's Creed Origins und Odyssey schaffe ich eh nicht mehr vor Valhalla. Nee, nee. Vielleicht danach irgendwann. Shinjou ni shoubu!
Das war ja eine gute Idee, wa? Und wir kriegen die Lappen natürlich wieder zuerst. Oh, fuck. Der hat ja gar nicht angetäuscht. Normalerweise täuschen die mal an. Hustensohn. Oh, nee. Nein, nicht der. Alter, der muss mal dringend chillen. Der braucht mal dringend eine Therapie. Da kriegen die halt echt Angst, wa? Also richtig Angst hat er. Nice. Ich muss den Schlag öfter mal machen. Der ist super. Der ist wirklich super. Ach so, das ist gar kein Beutel. Ich verstehe. Hier haben wir einfach ein kleines Lagerfeuer. Naja, gut. Unschuldige Reisende. So. Alter. Wie viele Accounts macht der Typ sich hier noch? So. Ich hab den doch vorhin schon gebannt. Was ist denn mit dem? So, hier ist so ein 12-Jähriger, der die ganze Zeit durchgehend immer nur beschwert und beschwert und beschwert. Also dieser, wie heißt der? Der ATFXWRM, keine Ahnung. Die ganze Zeit nur am Nörgeln. Also wirklich durchgehend. Braucht wirklich Aufmerksamkeit, glaube ich. Wirklich. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Warum verlieren die Gegner keine Körperteile? Gegner verliert Körperteile. So, weißt du, so. So, wir wollten wohin? So. I had today learned. Travel back. Du hast vorhin Deutsch geschrieben. Ich habe das gelesen. Und ich habe auch gerade gelesen. Ich habe auch vorhin zwischendurch gelesen, wie du uns die ganze Zeit durchbeleidigt hast, nachdem ich nicht sofort auf dich geantwortet habe. Sei mir nicht böse, Travelback, aber ganz ehrlich, wenn du so arschig kommst... So, you can't give a fucking autograph. Ja, ich habe noch nie Autogramme gegeben. In meinem Leben noch nie. Entschuldigung, dass ich dir nicht innerhalb von einer Sekunde geantwortet habe, wenn ich mich aufs Spiel konzentriere. Tut mir leid, Travelback. Aber du musst dich nicht benehmen wie ein Arsch. Wenn deine Kinder keine Autogramme bekommen, dann liegt das nicht an mir, sondern einfach an deinem Verhalten heute. Ich hoffe, du kannst darüber reflektieren. Sei mir bitte nicht böse, aber reflektier mal über dein eigenes Verhalten. Ich habe schon zigtausende Autogramme gegeben. Und die Elfin schreibt gerade, vor allem hatte ich denen schon mehrfach gesagt, dass es nicht geht. So, manche Leute entitled bis zum geht nicht mehr. Ist wirklich so. Ist wirklich wahr. Manche Leute denken, sie hätten alles gepachtet einfach. Oder jedes Recht. Oder sie besitzen einen oder so. Ich weiß nicht genau. Damit kommst du aber nicht weit. Sei mir nicht böse, damit kommst du nicht weit. Dass deine Kinder nichts kriegen, liegt nur an dir. Nicht an mir. Wirklich. Ist gar nicht mal böse gemeint. Auch wenn du mich die ganze Zeit durchbeleidigt hast, ich meine das nicht böse. So, oh, das ging auch schnell diesmal. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh. Nein, Beleidigung und Nerven hilft nicht, wenn man nichts kriegt. Nein, das funktioniert. Das funktioniert vielleicht in der Kinderstube, wenn man sich auf den Rücken legt und trommelt. Das geht da vielleicht, aber im normalen Leben eher nicht. So. Einen brauchen wir noch. Oh ja. Was denn hier? Nein, das will ich nicht. Wo ist denn der Fuchs? Ja, Fuchs streicheln. Let's go. Ah. Oh, die Füchse sind so süß. Die sind so süß. Oh, ich will ihn... Ich wollte gerade sagen, ich will ihn abonnieren. Aber ich will ihn adoptieren, wollte ich sagen. Ich will ihn abonnieren.
So. Okay. Das hätten wir. Das war das. Da ist der Fluss. Wir verbinden langsam die Karte. Da kommen wir langsam durch. Dann würde ich als nächstes vielleicht dahin. 10 Mal Leinen. Niederer Nützlichkeitstalisman. Ein Zuhause. Die Bürger von Ariake verlieren ihre Häuser an die Mongolen. Ich muss mir das ansehen. Foto für Instagram machen. So. Ich wollte nicht mehr so lange machen. Verdammt. Gibt es gar keinen Wegweiser oder Minimap? Doch, guck mal, der Wind. Du folgst hier dem Wind. Der Wind führt dich an dein Ziel. Das ist echt super gemacht. Also, es ist wirklich schön gemacht. Schön implementiert. Gar nicht aufdringlich und nichts. Es ist einfach nur wunderschön. Abrollen gibt's. Habe ich schon freigeschaltet, nutze ich nur zu selten. Weil neu. Habe ich gerade ganz neu erst freigeschaltet. Ich versuche aber gerade ausweichen und zuschlagen. Das klappt aber nicht immer. So, Blümchen. Ein Blümchen. Dankeschön. So. Flüster, du hast ein Pferd. Ja, aber dann, ja, du hast recht. Habe ich die aufgescheucht gerade? Was machen die denn da? Voll die Stooges. Ich bin einer von euch. Ich bin auch einer von euch. Entschuldigung! Der hatte was im Rücken! Ich bin Chiropraktiker! Sie können mir vertrauen! Oh, warte mal, ich will unbedingt was probieren. Oh, das nicht. Ja! Schade, hat nicht geklappt. Oh, verdammt. Ja, Mann, ciao! Mist, er lebt ja noch. Naja. Dann so. Oh! Meine Legende wächst. Ich spüre es deutlich. Der Schattensamurai. Oh! Ja. Also so wie wir kämpfen. So wie wir kämpfen. Scheint es so. Je nachdem, wie wir kämpfen, entwickelt sich unsere Legende. Wir sind jetzt der Schattensamurai, andererseits wären wir vielleicht der Lichtsamurai oder sowas, oder der Mutige oder sonst irgendwas. Jetzt bin ich der Schattensamurai, weil ich so ein feiges Schwein bin und immer aus dem Hinterhalt angreife. So, Rauchbombe. Let's go. Zu viel Zeug, was wir lernen können. Es ist einfach so viel, dass ich überhaupt nicht weiß, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Achso, wir haben hier E0. Cool. Entschuldigung. Schlaf schön. So, seit wann machst du so viele Story-Games? Ich mach fast immer nur Story-Games. Fast immer. Naja, und Survival. Story und Survival, das sind so meine Steckenpferde. Vor allen Dingen Open-World-Games liebe ich ja ohne Ende. Ist leider auch, meine Nemesis, diese ganzen Open-World-Games. Ich liebe sie und ich verfluche sie. Man sieht ja warum. Ja, und Wimmelbilder. Ja gut, das sind ja Story-Games. Oh, Wildschweine! Nein, greift nicht an! Wow, ich wollte gerade... Ich wollte das Wildschwein gerade hochtreten. Just for fun. Hat nicht funktioniert. Merken, man kann keine Wildschweine hochtreten. Kann man Hornissennesters treten? Ist das eine gute Idee? Wir sollten das unbedingt mal ausprobieren. Oder auch nicht. Der gute Hornissenhonig kommt dann raus.
Ja, Kleidung waschen, gute Idee. Ich würde gerne mal wissen, ob das geht. Wenn ich jetzt in den Fluss gehe, wird die Kleidung dann sauber? Ich wasche das Blut mal ganz kurz raus mit dem guten Sonil. Abrollen? Nee, nee. Skill von Klippen abrollen. Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So. Will ich mich überhaupt von der Klippe abrollen? Wir sind gleich da. Ariake, guck mal. Wir sind schon gleich da. Hallo? Okay. Das haben wir bestimmt schon befreit hier, ne? Da ist schon Demokratie, ich spüre das. Ja, na gut, komm. Lass mich raten, es sind nur noch 3 Meter jetzt, ne? Ja! Was ist? Seid ihr mein Questziel, guter Mann? Awaterna, nani ga atta? Iye ni oshirarete, nyōbo to musuko ga mada iru desu. Kazoku o oite kita no ka? Tatakaeru wake nai, bushi ni miemasu ka? Yoshi, tasukete koyō. Yoshi. Kann es sein, dass er zu spät kommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist aber nicht so gut. Blume! Noch eine Blume! Oh, ein Zeug. Und Feinde. Herausfordern? Nee, nee, ich will nur euer Zeug. Danke, ciao. So. Ist es dieses Haus hier? Der Wind geht nach oben, oder? Sogar in die Richtung hier? Hä? Also die Straße in die Richtung runter. Ich komm noch aus einer ganz anderen Richtung, Junge. Okay, warte, Wind. Ach, das Haus da hinten. Das musst du aber auch sagen. Der sagt die Straße. Ich sehe da schon jemanden unten am Dingens herausfordern. Mokodomo. Okay, ein paar Leute sind schon da. Aber ich glaube ganz ehrlich, seine Frau und seine Kinder sind knusprig. Ich glaube, das ist nicht viel zu retten. Ich hätte gern einen Sneak-Angriff, wo man 2 erwischen kann. Ich warte, bis er wieder zurückgeht. Warte kurz. Geht gleich los. Und da oben beobachtet uns gerade einer. Ich hoffe, der... Denn nige mo ditso? Yuwe! Shit, da kam gerade einer rum. Genau, jetzt kam einer von hinten. Ach, natürlich. Ah, jetzt kann ich mal den Skill testen, wa? Okay. Boah, Alter. Nee, 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 nee. Keine Bogenschützen. Die sind nicht eingeladen. Ah!
Alter, leck mich am Arsch. Die Dicken, ne? Ist hier nix. Ah. Cool. Ich kann auch blind kämpfen. Nice. Das zweite Mal schon, dass mir das passiert. Ich mache einfach die übliche Abfolge und dann geht das schon. Nice, nice, nice. Das geht, das geht. So. So, Windglocke ist voll. Ja, sicher. Marde kihai ga nai. Soto mo miru ka. Ja, da bläst der Wind schon wieder, aber ich will erstmal eure Vorräte sichern. Ich will die Vorräte sichern. Ja, man kann blocken und parieren, das geht beides. Ja, zack. Da ist gerade geblockt. Ist nur gerade kein Gegner da. Okay. Nanu? Nani? Feuchte Wäsche. Na, oh Gott, das sieht ja fürchterlich aus hier. Das ist ja fürchterlich. Oh Gott. Ja, ich kämpfe sehr unehrenhaft, weil mir einfach Sneaken am meisten Spaß macht. Wir könnten inzwischen locker die offene Herausforderung machen eigentlich, aber manchmal habe ich einfach... Mir macht Sneak aber mehr Spaß, was soll ich sagen? Suche nach Spuren von Familie, jetzt hier? Aber ich muss doch der Spur folgen. Warte mal. Ach hier, ach der, ach die sind das schon, okay. Oh, oh, das ist das Spielzeug. Oh nein. Aber das Kind lebt vielleicht noch. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt der Mann zurückgekehrt. Ehrenhaft wäre gewesen, wäre er mit seiner Familie gestorben. Jetzt muss er sein Leben lang damit leben. Hat auch mehr Erfolgsgefühle über ein ganzes Camp Sneaker. Achso. Ja. Dochira mo shinde otta. Nunen da. Tasukeru to oshatta. Alter. Ore mo shinu beki da. Kazoku o misteten da. Onore o semeru na. Ein Zuhause. Einfach rennen und drauf kannst du ja eh nicht. Das geht nicht. Du musst ja schon mit Strategie kämpfen. Also beides hier ist sehr geil. Du musst sneaken mit Strategie, du musst aber auch kämpfen mit Strategie. Deswegen gefällt mir das Spiel, glaube ich, so gut. Talisman der Nützlichkeit. Wie sagt der denn Talisman der Nützlichkeit? Wo kriegt denn der den her?